Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zum nächsten Opening. Ich habe es geschafft, die Hidden Fates Tinbox wieder zu organisieren. Ist eine große Alu-Box, aber hier sind nur 4 Booster drin. Und so ein Teil von Glurak kostet mittlerweile 90, 95 Euro. Die werden, soweit ich weiß, nicht mehr gedruckt und werden immer teurer. Hier raus kann ein Shiny Glurak kommen. Da ist aber die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr gering. Und damit wir heute nicht nur eine Box öffnen, weil das wäre ja sonst, low. Die letzten Male hatten wir immer eine komplette Case geöffnet. Und heute öffnen wir 2 Cases, damit wir heute mal auf richtig Nummer sicher gehen. Wenn schon, denn schon. Das Ganze kostet jetzt, was kostet das? Über 1600 Euro. Macht das zu Hause auf gar keinen Fall nach. Das ist mega dumm. Das ist total dumm. Wirklich, wenn ihr die Karte unbedingt haben wollt, kauft sie euch. Aber nicht geil. Ich kann es machen. Wenn euch das gefällt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren für alle Highlights. Es kommt richtig viel. Die haben mir Gelder gespart. Die gehen jetzt anders auf. Das richtig, habe ich auch schon gesehen. Das ist die neue. Und richtig schlecht, das kann man rausziehen und reinziehen. Die Jungs von Ravecards wollten gerade welche mal aus dem Ausland kaufen, haben mir eine mitgebracht, war eine resealed Box. Da müsst ihr ganz doll aufpassen, Leute, wenn ihr über eBay kauft, wenn ihr über nicht trusted Seller kauft. Die sind teilweise ein bisschen günstiger, aber dann fällt man drauf rein, sich die Karten dort zu kaufen. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Der Strubel wurde abgezogen, unfassbar viele Viewer wurden abgezogen. Macht das nicht. Das wurde dann geöffnet und dann wurde perfekt hier mit einem doppelseitigen Klebeband das wieder zugeschlossen, was man auf den ersten Blick auch nicht sieht. Aber da können dann keine krassen Karten mehr drin sein. Die werden dann einfach ausgetauscht. Das ist nicht geil. So, ich bin ein riesen Fan von diesen Promo-Boxen, weil dieses Glurak kann jetzt in der PSA 10. Erstmal ist das ein unfassbar geiles Artwork. Richtig geile Karte zum Sammeln. Kann richtig wertvoll werden. Alter, hab ich Bock. Ey, wenn das heute kommt, ich kann euch mal ganz kurz sagen. Jetzt fragt ihr euch, Shiny Glurak hast du doch schon. Ja. Das ist das Shiny Glurak aus Weg des Champs. Auch eine unfassbar wunderschöne Karte. Ich habe viel zu viel Luck. Ich habe viel zu viel Luck, dass ich davon 2 gezogen habe. Ich hätte eigentlich noch gar keine ziehen dürfen. Dann hatte ich auch den Regen. Okay, warte mal. Das ist der andere Regenbogen Glurak. Und das ist Regenbogen Glurak aus Burning Shadows. Und genau so sieht aus Hidden Fates, die Karte, die wir heute ziehen wollen, das Glurak aus. Das ist genau dieses Design, aber in den Farben und genau mit dem Effekt. Also eine Mischung aus den beiden. Und das Ding fehlt mir noch. Das Ding fehlt mir so sehr. Es kann jedes Mal halt eine geile Karte drin sein, aber es kann, glaube ich, eine Goldcard sein, es kann eine Rainbow sein, es kann eine Full Art sein und. Und dann gibt es davon so viele. Das heißt, so ein Glurak zu ziehen, ist leider sehr unwahrscheinlich, aber davon lassen wir uns nicht abbringen. Es wird kommen. Das Blöde ist halt, dass jetzt hier diese 4 Booster 92 Euro kosten. Das ist wirklich schon krank teuer. Fun Fact. Habe ich die hier? Nee, habe ich nicht. Die bringen immer. Den Shoutout erstmal wieder an Ravecards, haben sie heute vorbeigebracht. Die können das alles. Wirklich fettes Danke. Die bringen jedes Mal einen Booster mit für meine Freunde zum Öffnen. Die meinen irgendwie, das ist Tradition bei denen, ne? Öffnet meine Freundin so einen Booster. Die guckt auch mal die Streams, weil die Openings irgendwie findet sie spannend. Zieht einen Full Art Arctos. Glaube ich, die 5 beste Karte. PSA 10 gewertet. 370 Euro. Ja, sie macht einen Booster auf und zieht einfach Arctos. Jetzt ist sie, glaube ich, auch süchtig. Okay, fangen wir an. Alter, habe ich Bock. Hidden Fates. Super lange nicht mehr geöffnet. Wie geil. Wir sind wieder drin. Die letzten Glurak-Dinger waren insane. Wirklich. Mein du hast jetzt auf jeden Fall eine Glücksträhne. Ja, habe ich auch gerade. Die soll heute bitte noch anhalten. Die Händler waren hier heute, ne? Die haben leider keinen Transporter bekommen. Die haben nur einen riesen Kombi bekommen. Rücksitze umgeklappt. Keine Ahnung. Die hatten locker 250 Kilo Pokémon-Karten dabei. Sind dann noch zu Miki gefahren und so. Giovanni ist extra. Und Onyx GX. Ist cool. Mag ich. Nimm mal mit. So, und dann habe ich gesagt, yo, wie willst du Weg des Champs? Willst du Shining Legends? Heißt das gerade gar nicht? Shining Fates? Shining Fates? Shining Fates kommt jetzt neu raus, oder? Nee, dann nicht, das nicht. Wo ich Mewtwo rausgezogen habe. Shining Legends heißt das. Shining Legends. Willst du Shining Legends? Willst du Weg des Champs? Willst du Burning Shadows? Und ich sag nein. Kein einziges. Ich habe die besten Karten rausgezogen. Ich habe die durchgespielt. Ich ziehe meine allererste Regenbogen aus Burning Shadows und es ist direkt Glurak. Bleibt mir weg damit. Gewonnen. Ich hab's besiegt. Hast du dir schon ein bisschen angeguckt, wie die McDonalds-Karten aussehen? Nein, die hat mich nicht spoilern lassen, aber auch da werden wir ein großes Special machen. Ich war noch nie in meinem Leben so gut organisiert. Diese Leidenschaft zu Pokémon hat mich zu einem ultra strukturierten, krassen Typ gemacht. Ich habe jetzt Terminkalender und ich krieg das alles hin. Du warst noch nie in deinem Leben so süchtig. Nein, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach, dass ich, weißt du? Also es ist schon ein bisschen krasser als Clash Royale. Ja. Also du warst in Clash Royale schon auch heftig drin, aber das ist ja mittlerweile gar keine Dimension mehr. Clash Royale mit Clash Royale und Clash of Clans mit allen Accounts bin ich bei über 40.000 drin. Und Pokémon-Karten bin ich jetzt bei 50. Ja, aber wie lange ging Clash Royale? Geil. Aether Foundation Employee. Den hast du, glaube ich, sogar schon. Den habe ich schon, ja. Ist eine geile Karte. Ich weiß nicht, ob die so viel wert ist. Sieht nice aus, aber hätte jetzt halt auch, ne, einen Shiny. Aber das Gute ist, ich weiß gar nicht, sind die Cases an sich abgesondert? Ein geschlossenes System? Nee, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Aether Foundation Employee ungewertet 20 Euro kostet. Nee, du machst, das ist schon immerhin fast ein Viertel der Box. Digga, Pikachu und Reverse Holo Pikachu? Wie geil. Pikachu und, glaube ich, geil. Relaxo ist cool.
wo ich tatsächlich mein ganzes Geld ausgegeben habe, waren damals Panini-Sticker aus der Bundesliga 2002, 2003. Mhm. Ich habe so generell auch halt einfach darüber nachgedacht, also das legitimiert das natürlich nicht, dass das natürlich trotzdem irgendwie jetzt die Leute zu Hause nicht nachmachen sollen, was du hier gerade, immerhin, Wiggly-Tag. Immerhin. Ich habe mich dann nur im selben Gedanken noch darüber nachgedacht, so, also die Kids, die zugucken, so wie der ein oder andere YouTuber dann halt so 5000 Euro Fashion Pack Opening macht. Ich weiß nicht, ob die dann auch angeregt werden, sich Balenciaga und so zu kaufen. Was denkst du? Ich glaube, unsere Jugend ist schon ziemlich versaut, ja. Das hat alles auch prägend von YouTube, ja, doch. Komm bitte, was Geiles, bitte. Oh mein Gott, der kann da drin sein? Sick! Hä? Ich hab schon so viel gezogen, der kam noch nicht! Der ist cool. Shiny Glumanda? Das hab ich überhaupt. Der war nicht in der Übersicht drin. Willst du wissen, was er kostet? Doch, der war nicht in der Übersicht drin. Sag mal, was der PSA 10 macht. Sag mal. Nein, PSA 10 habe ich jetzt nicht geguckt. Ich weiß, dass er ungewertet schon für einen Fuffi geht. Fuffi ungewertet? Yep. $300 PSA 10 graded. Ja, haut hin. Kacke, geht das schnell weg. Man freut sich immer so, hat so eine riesige, riesige Case, aber du machst so einen riesigen Karton auf mit riesigen Alu-Packungen und dann ist der instant weg. Wie kann das denn nur passieren? Ist Dick da ein Gesteins-Pokémon? Hätte ich jetzt eingeschätzt, ja. Was sind da aus dem Stein? Weiß ich nicht. Und ist Sandan ein Stein-Pokémon? Ja, würde ich sagen. Was ist denn bei dem aus Stein? Der ist aus Sand. Sandan. Sand. Sand ist kleiner Stein. Vertreten auf dem Boden. Richtig. Jetzt kommt hier ein Hit. Jetzt kommt hier ein Hit. Was? Schick. Aber hast du auch schon. Ja, aber wie geil ist die denn? Heute sind schöne Shinies dabei. Das ist nicht Schickimicki-Karte. Das ist doch schon zum vierten Mal Brocks Training, Alter. Ja, ne? Letzte Karte war auch Brocks Training. Davor Jesse und James, davor wieder Brocks Training. Ich finde, dass die Leute anfangen sollten, mich wegen meines Charakters zu gucken und wegen der Haltung. Und nicht nur wegen meinem äußerlichen Erscheinungsbild. Ich finde das blöd, immer nur auf das Äußere reduziert zu werden. Ich finde den äußerlich ja ziemlich kacke, von dem gucke ich mir kein Gaming-Video mehr an. Genau so. Garchomp. Alter, wir hatten gerade Pikachu, Glumanda und dann Garchomp, Shiny und jetzt, der muss jetzt drei Hits, jetzt kommt der vierte Hit in a row. Alle guten Dinge sind vier. Nee, alle guten Dinge sind drei und deswegen ist das auch nur Mist gewesen. Kannst du meinen Stream gucken? Oh, warte mal, wie heißt du? Dick3TV. Dick3TV. Wie findest du das? Finde ich mega gut. Das ist mega selten. Eigentlich müsste Max jetzt so ein bisschen flexen. Micky, warte mal ganz kurz. Max, holt da mal eben was. Ich muss mal. Habe ich das auch gezogen? Ich weiß es gerade gar nicht. Max, du hast das fünfmal. Nein, hast du nicht. Du hast das fünfmal, Max. Du hast es fünfmal? Ja, es war ein Bug. Ich habe das so oft gezogen. Kein Witz. Ich habe das wirklich fünfmal. Ach, ich mute mich wieder. Scheiße. Ey, aber nee, ohne Witz. Das ist eine richtig, richtig geile. Das ist eine richtig geile Karte. Ich habe mich auch ultra gefreut, dass ich genau die Karte so oft gezogen habe. Oh Mensch. Ey, es tut mir ein bisschen leid. Oh Mann, Max, alles wegen dir. Mann, wieso, Digga, die Karte ist so selten. Nee, stopp, alles wegen dir. Die Karte ist mega geil, der kann sich da auch total drüber freuen, die ist auch super selten zu ziehen, aber ich persönlich hatte ultra Glück bei der Karte. Manche versuchen die über Wochen hinweg zu ziehen und schaffen es nicht, aber ich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetzt muss ich ja noch dahinter sein. Oh mein Gott, wie geil. Halsmaul. Schön. Gläschen. Schön. Oh, die hab ich mir so earned, die Karte. Geil. Alter, geil. Miteinander, Evoli und... Ey, das ist cool. Das ist cool. Glastion ist ein richtig dicker Hit. Ich weiß. Deswegen freue ich mich doch so. Bist du bescheuert? Alter, warum immer? Die Evoli-Dinger feiern die Leute übel. Ich ruf dich gleich an. Oh mein Gott, Alolan Vulpix Shiny? Digga, was sind das für geile Shinies heute? Ist das bessere Vulpix? Change my mind. Hundertprozentig das Richtige. Guck mal hier. Wow, den kenne ich noch nicht. Den kenne ich nicht. Nihilego GX? Der sieht cool aus. Der sieht cool aus, was ist das für einer? Triple Psycho? Pass auf. Wie geil. Nihilego. What? Yo! Was? Das ist ein Big Pack. Alter, was für ein Booster! Tag Team und eine Full Art? Wie kann das denn sein? Oh mein Gott! Wildes Pack. Also das Tag Team ist, finde ich, jetzt nicht so cool wie das Nihilego, weil du das schon ein paar Mal hast. Aber das Nihilego ist sehr cool. Das kostet halt leider nur 15, aber ist eine coole Karte. Ich kann dir ein bisschen was darüber erzählen. Auf Deutsch heißt die Karte Anego, wird auch UB01 Schmarotzer genannt. Ist eine Ultrabestie mit dem Typ Gestein und Gift. Existiert seit der 7. Spielgeneration. Und der Pokédex-Text zu der Karte ist, es ist eine rätselhafte Ultrabestie. Einigen ist eine Ultrabestie? Zufolge, das waren die Pokémon in der 7. Generation. Das waren halt so Ultra-Pokémon. Die waren mega stark und broken. OP haben alle benutzt, um das Spiel durchzuspielen. Bester Pull bis jetzt? Glacian. Guten Abend. Hey, und? Hast du was? Ja, ich hab was. Ah, sick. Was?
Ja, okay, das ist halt geil. Sag, dass du es nicht hast. Ich hab's nicht. Ich hab's ja, nicht. Und ich hätte es sehr gerne. Du hättest es gerne, ne? Ja. Oh, ich freue mich. Scheiße. Ja, geil. Ja, ist, okay, ist geil. Okay, ich zieh weiter. Ja, viel Erfolg weiterhin. Den Punkt muss ich ihn lassen. Ich mach ganz schön Auge auf seinen Regenbogen-Reitschuh und seinen Regenbogen-Smetbow. Das sind, die hab ich nicht und die werde ich auch niemals kriegen, weil ich die Sets nicht mehr öffne. Was nochmal? Oh mein Gott, oh. Was? Ein Tapuvini! Aber den hast Gott, du sogar auch schon, oder? Nein, den hab ich nicht. Ich hab mit allem gerechnet. Goldcard, so earned! Wahnsinn! Wie sehr hab ich die Karte verdient? Aus dem Nix auch. Oh, eine Gold. Digga, ich wollte eine Shiny, aber ich krieg eine Gold. Die ist sick. Noch ein Reitschuh. Die muss ich halt eingepacken. Eine goldene. Wie viele Goldkarten gibt es, die Tapu-Dinger? Es gibt 4 verschiedene. Ach, du hast das Tapu-Bulu. Soll ich es holen? Klar, hol raus. So, vorhin angeguckt. Also, ich muss sagen, dafür, dass ich noch keine. Dass ich jetzt noch das Shiny Glurak nicht gezogen habe, was jetzt dann, ich sag mal, nur so ein Nebenprodukt ist, 2 der 4 Goldkarten, Tapu Lele und Tapu Fini. 2 Goldkarten einfach insane, ey. Tapu Fini ist aber ein bisschen verwirrend, weil es kostet halt ungegradeten Fuffi und gegradet kostet es 55. Ja, GZ, ist. Max, GZ. Danke, Mann. Sehr geil. Einfach die sehen Tapu mega Fini aus. Ja, ja. Tapu Lele hat letztes Mal schon Tapu Fini gerade gezogen. Sieht noch geiler aus. Mit diesem hellen Blau auf Gold. Ich will eigentlich ja echt nur die Shiny Glurak ziehen, aber jetzt auf dem Weg dorthin 2 Goldkarten. Die sind ja seltener als die Shiny, aber geil. Die sehen mega. Es gibt auch wenig Karten, die halt so aussehen. Ja, ja, Goldkarten sind Goldkarten. Und wie heißt die Karte? Tapu Bulu GX. Welche Farbe hat die neben dem roten noch? Gold. Oh Mann ey, da hast du mich aber ranbekommen, Max. Oh Mann ey, das gibt Alter. Ein fettes Lull in Chat. Scheiße, Alter. Legende von mir, alle 3 Goldkarten zu ziehen von 4. Aber auch Legende vom Chat, dass sie einfach, der ganze Chat wusste es doch. Du hast Tapu Bulu gezogen, 100%ig. Alle wussten es einfach. Digga, ihr kennt meine Openings mehr als ich selber. Chillt mal jetzt und geht auch mal in die frische Luft. Ah, nee, ist Lockdown, bleibt drin. Scheiße, Max. Direkt der nächste Anruf, aber diesmal von Merkel. Also wäre schon geil, wenn du alle goldenen ja, hättest, oder Mann, Max? Sag das doch nicht. Du weißt doch, ich bin anfällig für meine Leidenschaft. Das wäre insane. Jetzt habe ich Bock, jetzt bin ich hyped, jetzt bin ich pumped, jetzt bin ich drin, jetzt habe ich Bock. Das macht halt auch, Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. What the fuck? Das kannst du keinem erzählen. Hallo? Hallo, Logik? Logik, das ich klopfe hier an, einmal bitte antworten. Scheiße, Maxi, Logik Skript, antwortet. Alle nicht. Schreiben Skript. Wir sind ja auch umgedreht einfach. Fake, wie schlecht, man hat's gesehen. Fake, wow, so schlecht. Leute, seid ihr dumm? Die Leute denken gerade, ich trolle. Du hast auch getrollt. Fälschung, fake. Zeig, dass du 2 davon hast, sonst glaube ich dir nicht mehr. Wäre ein typischer Bait von mir gewesen, aber das ist doch ein Toploader. So. Habe ich jetzt wirklich 2 Goldkarten ineinander gezogen? Ja. Weißt du, wie hoch die Chance ist, eine Goldkarte zu bekommen? Ja, ja, sag es mir bitte. Oh mein Gott, bitte. 1 zu 57 Boostern. 1 zu 57? Sag mir, ja. 1 zu 57? Ja. Und das jetzt? Ja, du hast heute... In Reihe geschaltet. Wie hoch ist das? 1 zu 57 ist in Zahlen? 1,57 mal 1,57. Ja, ist. Das ist ja unendlich gering. 57 mal 57. Alle schreiben was anderes. 3249. Die Wahrscheinlichkeit, 2 Goldkarten hintereinander zu ziehen, ist 1 zu 3249. Das ist so, Digga, Leute, ihr versteht das alle nicht. Ist das 0,00003%? Kann das? Könnte sein. Das ist so krank. Das kotzt mich an. Meine Fresse, ey. Die Leute, ihr versteht's nicht. Was war das denn für eine Spielmenge, die schmeckt? Timbox. Ja, warum ist da so viele geile Scheiße drin? Das ist übrigens die Version, die du noch nicht hast. Die andere hast du, glaube ich, schon zweimal. Kostet 5. Hier kann ja noch was hinter sein. Nee. Digga, Full Arts, komm. Hit. Oh mein Gott. 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 Halsmaul. Oh mein Gott, nein. Max, ich hab's dir gesagt. Halsmaul, Miki. GZ, Junge. Digga, Miki. Geil, Max, Alter. Soll ich dir sagen, aus dem wievielten Booster? Na? Aus dem 4. Ich hab 4 Vivid Voltage Booster aufgemacht und zieh das Rainbow Pikachu. Das geht gar nicht, Mann. Was hast du heute für ein Lucky Day? Digga, bist du dumm?
So, der alle Karten gezogen, die es gibt. Ich bin gerade. Max, ich dachte, ich habe die letzte Karte gerade weggezogen. Ich sehe das Pikachu nur in Rainbow. Ich hatte einen Blackout kurz. Ich hatte auch einen Blackout bei Regenbogenglura. Ich hab's gar nicht, mein Körper konnte es gar nicht verarbeiten. Ich habe aufgehört völlig zu atmen. Ich wusste gar nicht mehr, was abgeht. Alle Synapsen sind durchgebrannt. Völlige Überladung für den Körper. Ganz ungesund. Du bist so dumm. Eigentlich muss man dafür 9000 Euro öffnen. Du musst im Schnitt 9000 Euro Karten öffnen. Es ist so schön. Um es zu haben. Digga, du hast für 10 Euro geöffnet. Miki, du bist eine verdammte Legende, dass du es gezogen hast. Gezählt. Aber Miki, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hast du dir auch nach dem kompletten Dickdreh-Scheiß echt earned, Mann. Ja, auf jeden Fall. Und die Rückseite ist auch nice. Oben, Junge, das kannst rechts, du nicht machen. Oben rechts ist da so ein kleiner weißer Dot. Ist der auf dem Toploader? Ist auf dem Sleeve. Ey, Miki, ich fass es nicht. Du kannst es auch noch nicht fassen. Alter, das sieht nervt. Verdammt gut Miki, aus. Du kannst die Wahrscheinlichkeit auch wieder nicht begreifen. Das macht mich schon wieder aggressiv. Ich habe 4 Booster aufgemacht. Du müsstest 1100 Booster aufmachen. Alle wirklich? 1080. Irgendwie alle 1082 Booster ist das Ding drin. Bitte clip das. 1082 Booster, Digga, du machst 4. Du setzt dich jetzt hin und nimmst dir einen Stift und einen Zettel und rechnest das mal nach. Du verstehst es nicht. Das macht die Chance aggressiv. Ist leider völlig falsch. Es ist noch viel schlimmer als in 1092. Fuck, also Mickey, ohne Scheiß, ich hatte ja jetzt schon viele Karten in der Hand, ne? Aber dieses Rainbow Pikachu ist einfach insane. Das ist die am schwersten zu ziehende Karte. Ich hab weggemacht, weil ich es nicht sehen kann. Ich hab Angst, dass ich zu sehr Auge mache. Er hat noch nicht so krass Auge gemacht. Ich bin auch ehrlich. Ich gönn's also, Miki extrem, aber ich bin stinksauer, dass ich es noch nicht hab. Aber Miki, nur bis Freitag, ne? Weißt du Bescheid. Ich setz mich Freitag hinten, 14 Uhr hin und werde so lange Farbenschock ziehen. Der hat Shiny Mew, Shiny Rayquaza, Labor Mewtwo und Regenbogen Pikachu in einem Stream gezogen. Das ist schon ein bisschen wild. Ich will jetzt noch eine Gold haben und alles ist gut. Oh mein Gott, Pikachu und Glumanda hintereinander. Oh, was? Yo, was? Und deine? Glumanda into Weezing. Aber das war huge. Glumanda into Shiny Glumanda, das war geil. Vorletzte Tinbox. Zuschauer auf gar keinen Fall zu Hause nachmachen. So eine riesige Alu-Box, Metallbox. Ist riesig, aber da sind nur 4 Booster drin und so ein Ding kostet 90 Euro. Danach gleich nur noch 2 Booster. Komm schon, einen Hit brauchen wir noch. Einen Hit bitte noch. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Ich kann es nicht fassen, das geht nicht. Ach, Digga, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Das war wieder falsch, habt ihr gesehen? Ja. Oh mein Gott, nee, es ist mir so scheißegal. Ich habe 3 Goldkarten in einem Opening gezogen. 3 Stück. Wer ist die letzte, die noch fehlt? Geil. Jetzt habe ich 3-mal Tapu Lele. Habe ich das nicht sogar gesagt am Anfang? Ja, du hast gesagt, du ziehst jetzt nochmal Tapu Lele, Tapu Bulu und dann, Digga, 3 Goldkarten. 3 Gold, es geht gar nicht. ja. Bist du mein Mentor? Also du hast ja heute 32 mal 4 Packs aufgemacht, also 128 Packs. Und in jedem 60. Pack ist eine Goldkarte drin ungefähr. Aber 2 Golddinger hintereinander. Das ist die Major. Und jetzt noch eine goldene. Ey, aber ich hätte dir die letzte fehlende gegönnt. Ich mir auch auf jeden Fall. 3 Goldkarten heute gezogen. Aus dem Drop. 3 Goldkarten. Ja, leider 3-mal. Nee, 4 sogar. Ah, nee, 3. 2-mal Lele, einmal Fini. 2-mal Lele, Fini, einmal Fini. Ne? Und ich brauch noch Coco. Mensch, da wirst du ja aber voll 2 loco. Ey, was? Können die Tinboxen an sich 2 krasse, noch eine Full Art, eine Gold oder irgendwas Geiles enthalten? Wie? Was können die enthalten? Hast du? Den hatte ich noch nicht! Wow, die ist eine neue Karte! Digga, wie stark! Decidue? Decidue, oder? Decidue. Oder Decidue? Decidue? Ich würde das Blessed UI aussprechen wahrscheinlich. Kostet 15 Euro, ist eine geile Karte, Alter. PogChamp. Ja, auf die habe ich noch nicht. Eine Goldkarte dreimal und die noch nicht einmal gehabt. Das alles, was jetzt hier rauskommt, ist Bohnen. Oh! Pikachu, Glumanda? Into? Solo Paras. Fuck, Alter. Fuck, und jetzt? Kannst du dich noch erinnern am Anfang, wie du meintest, Alter, jedes Mal, wenn du Paras ziehst, denkst du dir so. Ja, genau, das ist es dann. Okay, das war der letzte Booster. Ey, hat das Bock gemacht. Das war der letzte Booster. Todesgeiles Opening. 2 Goldkarten hintereinander, insgesamt 3 Goldkarten. Absolut Wahnsinn. Kein Shiny Glurak, aber dafür 2 Shiny Glumanda. Auch cool, keine Frage. Oh, die packe ich lieber nochmal ein. Die hatte ich alle noch nicht, das ist geil. Alolan Vulpix und 2 Shiny Glumanda. Schöne, sehr, 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 sehr schöne Karten. War auf jeden Fall geil. Keine Frage. Na komm, sagst du, bist angefixt, das jetzt doch auch noch weiter zu besiegen. Nein. Ich werde das Shiny Glurak machen, aber da ist dann. Also wenn davor die 4. Goldkarte kommt, die mir noch fehlt, ist geil. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Ich will einfach nur das Shiny. Wir werden jetzt in Zukunft noch mega viele Openings haben. Ich habe das alles schon erzählt. Aber ich habe nicht 2 Cases gekauft für 1600, sondern 4 Cases für 3200. Und deswegen werden wir genau diese Folge, exakt das gleiche, 2 Cases in einem Video,
nochmal machen. Sehr, sehr clever. Das ist so ich war clever. Ich kurz davor zu sagen, ich nehme zwei Cases. Ihr seid in zwei Wochen wieder da. So lange kann ich warten. Wäre jetzt blöd gewesen. Jetzt habe ich schon geöffnet und ich habe die zwei Cases hier. Geiler Typ. Ja. Smart. Und dafür, dass das so smart war und so viele geile Openings am Start sind, abonniert ihr den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Schaut bei Caruso vorbei. Der macht geilen Content. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss.